Hallo und herzlich willkommen zur ersten Kurzgeschichte aus den Annalen des Befreiungskampfs Stormblood. Die erste Geschichte heißt Im Schatten des Vaters. Ostend ist gefallen? Kommandant Kodrat, dem Anführer der Befreiungsarmee in Ralgas Wacht, entfuhr ein tiefes Seufzen. Die im Mischwald stationierten Befreiungskämpfer hatten den jüngsten Kampf der Galea nicht überlebt. Das war bitter. Um im Kampf gegen den übermächtigen Feind überhaupt eine Chance zu haben, hatte sich die Befreiungsarmee in zahlreiche Gruppierungen gespalten, die über ganz Gir Abania verteilt einen Guerillakrieg gegen die Besatzer führten. Ein besiegter Verband bedeutete nicht gleich das Ende des Widerstands, aber die Männer und Frauen, die es diesmal getroffen hatte, waren Veteranen gewesen. Die meisten hatten sich den Galeern seit Anfang des Befreiungskriegs vor 20 Jahren widersetzt. Der Tod solch erfahrener Kameraden schmerzte doppelt, und die Enttäuschung war überall in Ralgas Wacht deutlich spürbar. Selbst Mephrit, der in all den Jahren schon viele Rückschläge miterlebt hatte, machte ein missmutiges Gesicht. Die Ostend-Gruppierung hatte die Route über den Wall gesichert, seufzte er. Ohne die kommen die Flüchtlinge aus Ulda nicht zurück. Und den zwei Exegeten, die uns um Asyl gebeten haben, werden wir ebenfalls nicht helfen können. Mnago, die der Befreiungsarmee erst vor kurzem beigetreten war, zog die Brauen in die Höhe. Exegeten? Was sind das für Leute? Wieso kommen die freiwillig her? In der Tat gab es viele, die aus Gir Abania fliehen wollten. Aber nach Gir Abania fliehen? Das war neu. Sie gehören zum Bund der Morgenröte, der uns bereits in der Vergangenheit zur Seite stand. Eine von ihnen ist die Tochter von Curtis Hext. Mnago konnte ihre Überraschung nicht verbergen. Curtis Hext war für die Befreiungskämpfer ein Held. Jedes Kind kannte die Geschichte von seinem Aufstand gegen den Tyrannenkönig Theoderic. Er war einer der Väter der Revolution. Die Tochter von Curtis will uns helfen? Das meinst du nicht ernst, oder? Konrad nickte. Oh doch. Ihr Name ist Ida. Sie floh bei Ausbruch des Bürgerkrieges und studierte eine Weile bei den Gelehrten in Schalayan, bevor sie dem Bund der Morgenröte beitrat. Der Bund der Morgenröte. Von dem hatte Mnago schon gehört. Er war spätestens seit dem Bankett in Ulda wieder in aller Munde. Ida und einer ihrer Gefährten waren in die dortige Intrige verwickelt worden und nun auf der Flucht. Sie hatten einen verdeckt arbeitenden Befreiungskämpfer getroffen und um Hilfe gebeten. Die Kameraden in Ostend hätten die beiden nach Gir Abania schleusen sollen, aber diesen Plan hatten die Galeer mit ihrem Angriff unbewusst durchkreuzt. Wir mögen in ihrer Schuld stehen, aber es gibt wohl nichts, was wir momentan tun könnten, dachte Mnago. Doch Konrad schien da anderer Meinung zu sein. Jetzt liegt es an uns, die Kohlen aus dem Feuer zu holen. Wir werden die Exegeten selbst retten, verkündete er mit fester Stimme. Bist du sicher, Konrad? Das klingt verdammt gefährlich. Nervös zupfte Mnago an der Seite ihres Bogens. Das Risiko ist es wert, bemerkte Mephrit mit ruhiger Stimme. Die Exegeten könnten für unseren Kampf die langersehnte Wende bringen. Ihr Ausbilder und der Kommandant hatten vermutlich recht. Der Bund der Morgenröte war bestens mit den herrschenden Fraktionen in Eorzea vernetzt. Beim Marsch der Weisen, der zur Vernichtung der 14. Legion von Gaius von Welser geführt hatte, hatten die Exegeten eine entscheidende Rolle gespielt. Wenn die Befreiungsarmee sich Beistand von der Eorzeischen Allianz erhoffte, wären die Kontakte des Bundes sicher von Nutzen. Der Versuch, zwei seiner Mitglieder zu retten, war also nicht ganz uneigennützig. Außerdem gibt es viele, die Curtis' Tochter am geeignetsten halten, Konrads Nachfolge anzutreten. Diese Ida? Ganz genau, wir brauchen jemanden, der die einzelnen Verbände
unsere Armee unter einem Banner versammeln kann. Mit unserer Guerillataktik können wir die Galeer vielleicht ärgern, besiegen werden wir sie aber sicher nicht. Konrad, so schien es, erhoffte sich viel von Curtis' Tochter. Hoffnung war nie verkehrt. Das sah auch Menago so. Aber diese völlig unbekannte Fremde gleich als neue Kommandantin ins Spiel zu bringen, das ging ihr zu etwas zu weit. Ich kann deine Vorbehalte verstehen, warf Mephrit ein, dem der Unmut in Menagos Blick nicht entgangen war. Aber was bleibt uns übrig? Es bröckelt längst in unseren Reihen. Denk an die Eisenmasken. Die Eisenmasken. Menago machte ein zerknirschtes Gesicht. Die Eisenmasken waren eine besonders radikale Fraktion des Widerstands, die das Ruder an sich reißen wollte. Manche munkelten gar, ihr Anführer sei ein direkter Nachkomme des Tyrannenkönigs. Der Konflikt schwelte schon lange, und es war wohl nur eine Frage der Zeit, bis er mit aller Brutalität ausbrechen würde. Wir treffen die beiden, und dann sehen wir weiter. Pack deine Sachen, Menago, wir brechen bei Sonnenuntergang auf. Und so ward der Plan gefasst. Mephrit und Menago würden einen alten Tunnel benutzen, um sich an dem kürzlich errichteten Wachturm der Galeer vorbei in den Finsterwald zu schleichen. Damit sie den unbemerkt erreichten, wollten Konrad und die anderen ein Ablenkungsmanöver starten. Es war riskant. Ein Scheitern würde vermutlich das Ende von Ralgas Wacht bedeuten. Aber sie hatten keine andere Wahl. Das Paar, das Menago und Mephrit unter Einsatz ihres Lebens nach Ralgas Wacht zurückbrachten, hätte ungleicher nicht sein können. Der Lalafell Papalimo, ein Taumaturg, agierte besonnen und vorausschauend, während seine Gefährtin Ida dazu neigte, erst zu schlagen und dann zu fragen. Beide einten ihre schweren Wunden, sowohl seelisch als auch körperlich. Der Schmerz über Verrat und den Verlust guter Freunde saß tief. Doch mit der Zeit gewannen die zwei ihre Zuversicht und körperliche Kräfte zurück. Um sich bei ihren Rettern erkenntlich zu zeigen, boten Papalimo und Ida an, Konrads Einheit unter die Arme zu greifen. Dieser Umstand machte sie in Menagos Augen sehr sympathisch. Aber dass Ida ihren geliebten Kommandanten ablösen sollte, konnte sich die junge Rebellin immer noch nicht vorstellen, bis zu jenem Tage. Menago war mit Ida auf Patrouille in der Nähe von Castrum Oriens, als die beiden einen grellen Schrei vernahmen. »Ein Mädchen? Hier im Wald?« Menago wollte ihren Ohren nicht trauen. Der Ost in Mischwald war schon lange unbewohnt. Höchstens Speer oder Transporteure der Galeer traf man auf seinen Pfaden. »Los, Menago, wir sehen nach!« Ohne auf eine Antwort zu warten, stürmte Ida los. Menago setzte ihr sofort nach. Sie brauchten nicht lange zu suchen. Einige Dutzend Jalme entfernt sahen sie das Mädchen. Es kauerte am Fuß eines großen Baumes. Zitternd am ganzen Leib vor sich ein Mann, der aus einer klaffenden Wunde am Bauch blutete. »Sieht aus wie ein Kämpfer der Befreiungsarmee. Könnte ein Überlebender des Gefechts von neulich sein,« mutmaßte Menago. Ida hatte bereits damit begonnen, die Wunden des Verletzten zu versorgen. »Das klären wir später. Jetzt bringst du erstmal das Mädchen in Sicherheit.« »Wie bitte?« »Papalimo hat mir erzählt, dass die Galeer ihre Gefangenen absichtlich verwunden und dann laufen lassen, als Köder. Das hier könnte eine Falle sein.« »Dann kann ich dich doch nicht alleine lassen.« »Willst du etwa dieses unschuldige Mädchen mit reinziehen? Ich komme schon klar. Aber das hier wird's auch überleben.« »Na los!« »Jetzt mach schon!« Menago verstand die Notwendigkeit. Dies war imperiales Gebiet. Das Mädchen schwebte in größter Gefahr. Aber das galt auch für Ida und den Verwundeten. Also gut. Sie würde die Kleine so schnell es geht in Sicherheit bringen und dann zurückkehren. Und natürlich Verstärkung rufen. Das Mädchen wusste nicht, wie ihm geschah, als Menago es in die Hand nahm und davon preschte.
Noch im Laufen bat sie über ihre Kontaktperle um Unterstützung. Sie rannte nach Norden, Hauptsache weg von dem galäischen Stützpunkt. Zu ihrer Erleichterung lief ihnen schon bald die Mutter des Mädchens über den Weg. Sie hatte verzweifelt nach ihrer Tochter gesucht. Die Frau war wie eine Jägerin gekleidet und erweckte den Eindruck, ganz gut auf sich und ihre Tochter aufpassen zu können. Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, machte Mnago kehrt und rannte dahin zurück, wo sie hergekommen war. Ihr Herz klopfte, als sie Ida erreichte. Doch ihre Sorgen sollten sich als unbegründet erweisen. Es hatte tatsächlich einen Kampf gegeben. Um den verletzten Befreiungskämpfer lag ein ganzer Trupp galäischer Soldaten. Einige krümmten sich schmerzhaft, andere hatten das Bewusstsein verloren. Und zwischen ihnen ragte Ida auf. Noch immer mit geballten Fäusten, blutverschmiert, aber guter Dinge. Für den wildfremden Mann und das Mädchen hatte sie ihr Leben riskiert. Sie hatte hoch gepokert. Zu hoch vielleicht, wie Papolimo ihr in seiner Standpauke später vorwarf. Aber Mnago hatte ihrer Selbstlosigkeit zutiefst beeindruckt. Als sie nach Ralgas Wacht zurückgekehrt waren, konnte Mnago deshalb nicht mehr an sich halten. »Du musst unbedingt der Befreiungsarmee beitreten, Ida«, platzte es aus ihr heraus. Die erhoffte Antwort blieb allerdings aus. »Dein Angebot ehrt mich«, erwiderte Ida. »Doch ich kann es nicht annehmen. Das habe ich auch Kommandant Konrad schon gesagt.« »Aber wieso? Man hofft sich Großes von dir. Du bist die Tochter von Curtis Hext. Dir würden sie alle folgen.« Ida lächelte gequält. »Mein Vater war mutig und schlau, keine Frage. Ein geborener Anführer. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich auch einer bin. Zumindest noch nicht. Ich bin vielleicht nicht so klug wie Papalimo, aber so viel verstehe ich. Aber...« Mnago wollte Ida umstimmen, doch die ließ sie gar nicht erst zu Wort kommen. »Außerdem brauchen mich meine Freunde. Ich muss Papalimo und den anderen helfen. Das ändert natürlich nichts daran, dass wir auch gute Freunde sein können. Nicht wahr, Mnago?« Mnago hätte lieber eine andere Antwort gehört, aber dass Ida sie bei ihrem Kosenamen genannt hatte, freute sie sehr und war der Anfang einer innigen Freundschaft. Einer Freundschaft, die auch dann nicht zerbrechen sollte, als Ida ihre wahre Identität offenlegte. Die impulsive Faustkämpferin in dem feuerroten Kleid fand Mnago, stand schon lang nicht mehr im Schatten ihres Vaters. Sie hat es nur nicht bemerkt.